Ja, hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Mars Warlocks mit mir, dem Partian LP. Wir müssen ja keine Ahnung was machen. Schauen wir gleich in unserem Warlock. Finde einen Gefangenen mit Zugang zur Zisterne. Identifiziere den rebellenden Mutanten unter den anderen Mutanten. Und ich weiß ja auch, wo die anderen Mutanten sind. Die sind nämlich beim Krater irgendwo. Da wollen wir hin. Zur Kraterzone. Wir wollen ja einen Aufstand als Ablenkung anzetteln. Das muss unbedingt gemacht werden. Das machen wir auf. Dann schauen wir gleich, wo die Aufständischen sich denn so versteckt haben. Sind die im Bohrbereich oder sind die da irgendwo? Die sind da, genau. Dann suchen wir mal den aufständischen Mutanten. What? Wolf, man? The mutant who rebelled against the guards. Can you tell me about him? He is the greatest of the dust. Our sage. Hero. Are the dusts that badly treated in the camp? The men beat us always. When we cannot work, they beat us more. Always beaten. The poor bastards. Even if they're not human, it's a disgrace treating them like that. The mutant who rebelled against the guards. Can you tell me about him? He is the greatest. Are the dust... Upsala, so... das da wollen wir sagen. Are gonna be executed because of your champion, you know that? We are nothing. We are all ready to die for him. Are you the dust they're looking for? Do I seem a hero? Why is the man asking this? Just answer me. If it isn't you, then who? We will not do nothing. We will not betray Hero. Not toll. Attack the man. Toll, toll. Ich wollte ihm doch gar nichts machen. Ich will ihn nicht töten. Aua, der hat ein Messer. Ich will ihn gar nicht töten, ey. Was soll die Scheiße? Man, that hits. The dust that man seeks named scum. Okay, danke. Zum Glück musste ich ihn nicht töten, ey. Das ist er. Ich dachte es mir fast. Aber jetzt holen wir noch das Zeug hier. Natürlich nur mit... What do you want with me, man? Don't bother playing innocent. I know you're the one the guards are looking for. For what reason does the man accuse in such a manner? You may be strong, but your people aren't all as sturdy as you. If you want to get all these guys to rise up with you, you'll need to be better prepared to fight. So I suppose there is no longer a reason to hide the fact. What will you do with this knowledge, man? You want a better life here? I want a better life somewhere else. I suggest we put aside our differences and work together. In what manner, man? I have a feeling it's only a matter of time before the situation becomes really explosive between the guards and the dust. Especially after your little outburst. The abuse we suffer is abominable. I acted through anger, and yet I believe it was truly just. I'm not judging you, so save your excuses. I'm just asking for a little time. Don't start anything until you get my signal. I'm preparing something as well, and our two plans will work a lot better if we're coordinated. You yourself have raised a hand against the dust. What guarantee have we that you are not attempting to ensnare us? Test me.
So be it. We have need of cutting tools, man. Each workshop in this camp has a toolbox which it is forbidden to touch. Bring us two of these boxes. By helping us, you shall prove your good faith. Deal. I'll bring you the tools and you keep cool until you get my signal. That is the agreement. So, okay, dann haben wir den mal identifiziert. Und wir müssen Werkzeug für den Mutanten finden. Wo kann denn das so herumliegen? Da liegt nichts, oder? Metallschrott oder sowas, oder? Hey, aber da mal was Verstecktes gefunden. Chemische Komponenten und Geld. Das Sekrum, wie das heißt hier. Aber dennoch müssen wir jetzt woanders hin. So. Wir haben keine Punkte frei. In der Nachbarswohnung wird anscheinend etwas gehämmert. Hoffe, das ist jetzt nicht zu anstrengend für euch. Ich will das als Hauptquest auswählen, kann ich irgendwie nicht. Na gut, dann suchen wir halt herum. Wo sind denn diese Werkzeugkisten? Da müssen wir wieder zurück. Hoppala. Das wollte ich gar nicht so machen. Jetzt habe ich natürlich wieder die Waffe ausgewählt. Aufmachen. Genau, öffnen, nicht rollen. So, ich denke mal, die irgendeine Werkzeugkiste wird schon da irgendwo sein. Und nicht da bei den Mutanten. Außerdem müssen wir noch einen Gefangenen finden, der uns einen Zutritt zur Zisterne gewährt. Oder halt gewähren kann. Blöder Hund. Hat mich ja auch einer attackiert. Ein richtiger aggressiver Hund. Und das hat viele verwundert, warum der denn angreift. Ah, there you are, Roy. You kept me waiting. There were too many guards the last time we met. Wouldn't have been too smart to show our merchandise in front of so many eyes. But this is a bit quieter, so we can talk more openly. And you can understand where you went wrong. You don't know who you're dealing with, buddy. But don't worry. You'll learn. Oh, okay. Aua! Hat jetzt keine Chance zum Ausweichen. Wenn unser Kollege stirbt, dann ist das Spiel nicht vorbei, hoffe ich. Gott, wie arschig ist denn die Situation gerade? Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist natürlich jetzt richtig beschissen. Besonders weil die alle an einem beschissenen Platz sind. So, einer ist fast down. Das müssen wir ganz konzentriert machen jetzt. Ganz, ganz konzentriert. Und wir müssen da jetzt schon... Aua! Ich hatte jetzt gar keine Chance irgendwie... Nee, das schaffe ich nicht. Keine Chance, Leute. Nochmal laden.
Und dann schauen wir da noch mal rein. Und jetzt ist da der beschissene Typ. Ja, ja, passt schon, du Arschloch. Alter. Ah. Das gibt's doch nicht. Ja, eigentlich kann ich das eh wieder vergessen. Nee. Ja, ja. Meine Fresse. Unser Typ ist auch schon wieder tot. Wie soll ich denn das schaffen? Ich habe ja nicht mal eine richtige Waffe. Das Spiel ist richtig hart gerade. Vielleicht sollten wir... mal die zwei töten, die auf unsere Kollegen losgehen. Weil jetzt ist der down. Und wir können jetzt... jetzt haben wir halt doch zwei auf uns, aber... Nein! Alter! Wie ist das jetzt gegangen? Ach, meine Fresse. Ist das schwierig. Ja, plapper mich an, blablabla. Wissen schon, was du vorhast. Ja, jetzt bin ich wieder halb tot. Ist ja klar. Alter, gegen die habe ich momentan keine Chance. Gegen die... ich hatte sie zwar vorher fast, aber... da gehen wir mal nicht rein. Ich können wir nicht zu dieser Höhle zurück und die Waffen holen eigentlich? Dann mache ich die nieder, ey. Aber so natürlich habe ich wenig Chancen einfach. Das ist abnormal. Wer ist näher? Hey, hi. We've never had the chance to talk. I heard about the fat guy. Takes balls, I gotta say. Apparently the guy pissed himself. I'm Jay. And if I can do anything for you... I'm Roy. Actually, I just wanted some information. I knew it! I knew it! Come on, give, man! Know your way around weapons? Like all of us, I guess. I was only a scout, though, but I had one, you know? Even if it's not my specialty. So what's your specialty? I get what I need to start off with. I make some things, collect others. I know where to find stuff, who to trade with, including for services. And also, for information, buddy. That's what you're here for, right? You could say that. You know the guards here? Of course. I'm one of those who has been here the longest. I was a scout. And got caught at the start of the war. You know, in the end, they're just like us. They're the good guys, and they're the assholes. Bob's a great guy, for example, but you already know that, right? Yeah, he's not like the others. The rest of them really play by the book. Abundance has these ideas. Oh, don't try and tell me you prefer Aurora's bullshit. Or you wouldn't be called Roy, right? And they're scared shitless of their technomancer. They obey, yeah. Maybe more than us, too. Gotta say, their system's pretty strict, and they're scared shitless of their technomancer. He's called Sean. Not the most laid-back guy in the world, but... what do you expect from a technomancer, huh? You're not kidding. You got news from the front? Couple of bribes by the new arrivals. Seems there was this big battle at Green Hope. Real carnage, my man, and that's the truth. And? Who won?
same as ever, buddy. The ones who send bastards like you and me to die for them. Whoever won ain't gonna change much for guys like us. Anyway, seems our guys won this time. General's wisdom and honor have apparently pushed things in favor of Aurora. You think it could mean the end of the war? Yeah, but not for us, buddy. It'll be months before we get back home. If Abundance even sends us back, of course. That's it for now. Thanks for the tip. Aha. Okay, Bob ist ein netter Geselle anscheinend. Ich wüsste mal gerne... Ah, jetzt können wir die Werkstatt durchsuchen. Okay, perfekt. Perfekt, perfekt. Jetzt haben wir schon mal das Werkzeug zusammen. Und vielleicht können wir uns dadurch auch ein bisschen aufleveln, wenn wir die zweite Kiste oder so finden. Okay, das ist nicht Bob. Das ist eindeutig nicht Bob gewesen. Krater, Zisterne. Nee, ich will nicht zum Krater. So, da haben wir ja schon alles. Hä, sind wir da... Da sind wir doch letztens irgendwo auch wieder zurückgekommen. Doch nicht, täusche ich mich da? Hab mich anscheinend getäuscht, aber na gut. Da ist nochmal Schrott. Okay, noch zwei Teile fehlen uns. Dann gehen wir wieder zurück, hier durch. Und suchen nach weiteren Teilen für den Aufstand. Da haben wir Stoff gefunden. 5 von 6 Handwerksteilen. Das ist natürlich schon... Okay, das ist da, wo der Zutritt noch blockiert ist. Da komme ich natürlich jetzt nicht wirklich durch. Tja. Wo könnte ich denn noch überall hin? Außer durch, wo ich sofort getötet werde. Das ist halt nicht so toll ist. Gehen wir nochmal zum Krater. Ja, es zieht sich alles ein wenig jetzt. Das sind 3, 4 Hauptquests, die man erledigen muss, glaube ich. Damit man weiterkommt. Und das ist halt ein bisschen blöd. Und da ist Schrott. Oder eine Kiste zumindest. Hardware gefunden. Da ist auch noch eine Kiste. Lauter so Zeug, das wir eigentlich vertickern könnten, aber ich glaube, das zahlt sich noch nicht mal ganz aus, wenn wir das machen würden. What can I do for you, prisoner? We cleaned out the drilling well and I'm kind of bored. Apparently the guys who work at the cistern have it easy. You haven't been here long enough. Till now only prisoners who've been here a long time get to work there. Jay over there is the guy who picks the team. One of the first guys here. See ya. Right. Okay. Jay. Finde den Gefangenen. Das ist er nicht. Bist du Jay? Nein, das ist auch nicht Jay. Wer ist denn Jay von euch? Bist du Jay? Nö. Ach du Scheiße. Ach so, die kleinen Hunde greifen mich auch an. Nee, die greifen mich an. Warum greift mich der kleine Hund an? Das ist nicht so gedacht, glaube ich. Natürlich können wir den wieder nur von hinten attackieren. Gleich ist er down. Damn, yeah.
Holy shit, what is wrong with them? That's the second I've seen attack for no reason. We already had to kill one near the sandpit. And I had to put down two more in the kennel, goddamn. The one that attacked me earlier had filmy eyes, just like this one. And I've never seen those kind of patches on a dog. Me neither, but I also noticed those patches on the animals I had to put down. I'll check the other dogs, but it's kind of worrying. It looks like they caught something. Could it be an epidemic? I hope it's not transmissible to man. This camp is becoming more and more unhealthy. It is. All the more reason to find out what we can about this disease. Kläre den Hundeangriff, okay. So, any news? Nothing for now. Ich will den Hund durchsuchen. Wieder chemische... Nein, nicht, habe ich nicht. Quatsch mich nicht an. Wir haben nur Hardware gefunden, kein Level Up leider für das, was wir jetzt da erledigt haben. Da gibt's anscheinend auch nichts. Nope. Doch, eine Kiste. Ein Heilungspaket. Das ist fein. Jetzt hätten wir schon zwei für den Kampf. Wow, das ist ein Riesenkomplex, meine Freunde. Da ist noch Schrott. Aber leider nur Metallschrott. Und kein vernünftiger Schrott. Da ist aber auch noch was versteckt. Na komm, da wird wohl das... Da ist auch nur Hardware und so drin. Das gibt es doch nicht. Wo muss ich denn noch rumsuchen, dass ich das letzte Werkzeugteil finde? Verdammt schwierig. Aber das haben wir wenigstens erledigt. So, jetzt können wir zu den Mutanten zurück. Das machen wir noch. Dann hoffen wir, dass wir einen Levelaufstieg haben. Da ist eine Kiste. Da ist noch eine Kiste. Aber immer noch nicht das Werkzeug für den ersten Mechaniker oder Techniker, den wir damals getroffen haben. Aber da ist auch noch eine Kiste. Da haben wir ja jede Menge Kisten übersehen. Aber wieder nichts, was wir gebrauchen könnten. Na gut, dann gehen wir zu den Mutanten zurück, würde ich sagen. Wasserfüll... Oh. Ne, da können wir zu den Mutanten nicht rein. Da ist dieser Shop, wo wir nichts kaufen können. Boah, ich vergesse immer, wie man zu den Mutanten kommt. Ah, da waren wir gerade, wegen dem Hundeangriff. Na gut, ich glaube, das Lager ist auch woanders. Ne, das Mutantenlager muss da irgendwo sein. Wo war denn das nochmal? Da ist es durch, genau. Mein Kollege, ich hab die Kisten für dich. What do you want with me, man? Ich hab das Zeug. I held up my end of the deal. Here are your tools. Thank you, man. We will respect our agreement. You have aided our cause, and we will aid yours by waiting for your signal. Perfect. Continue to get ready, won't be long. When everything on our side's in place, I'll let you know and you can start your riot. I would never have thought of helping organize a dust revolt. I mean, I didn't think they could feel things like wanting to revolt or injustice. Whatever you think of them, you gotta remember that even a dog can turn on its master. And the dusts are a lot closer to us. Yeah, I see that now. I never talked to one of them before. Now I feel kind of ashamed, actually. Ja, das kannst du auch. Der erste Eindruck zählt meistens dann doch nicht. Wie du vielleicht gerade gemerkt hast.
Mein treuer Freund, mein junger treuer Freund. Da oben haben wir schon alles erkundet anscheinend. Dann machen wir noch den Levelaufstieg, würde ich sagen. Wir haben jetzt 4 Punkte. Wow, Wahnsinn. Boah, Gesundheitsregeneration ist natürlich toll. Erlaubt, okay. Macht. Plus 5 Schaden bei, okay, dann schauen wir das noch. Da haben wir schon alles. Boah, das brauche ich fast nicht. Angriffe von hinten. Machen wir so. Das erwerben wir. Das erwerben wir. Erhält minus. Boah, das ist auch gut. Und dann gehen wir zurück. Und holen uns das. Und ich sage jetzt aber auch bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann, wenn wir versuchen, die Gegner da, diese 4 Leute da, diese Bastarde, zu besiegen. Ich sage auf jeden Fall Dank fürs Zusehen. Ich freue mich auf den nächsten Part mit euch, Freunde. Euer Patian LP. Tschüss, Leute.